Heute starten wir unsere Radtour zum Affenpark und zur Rodelbahn. Diese relativ nahen Ziele werden wir dann etwas ausdehnen und fahren über Altschwerin zurück zum Plauer See. Ich hatte vergessen, das Adapterstück fürs Lavalier-Mikro anzustecken. So blieb leider der Ton aus. Hier hatte ich es dann gemerkt und das Mikro der Kamera eingesetzt. Ich möchte auch nicht gestreichelt werden. Auf der Suche nach den Berberaffen. Es bleibt spannend. Immer wieder spannend. Nichts zu sehen. Weder von Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans, noch von Berberaffen. Da gibt's gar keinen Affen. Sitzen sie in den Bäumen? Da oben. Nein, da das, oben ist, auch. Da das ist kein Koala. Es ist ein Affe. Tag, Theo. Boah, ein dickes Fell, ey. Ja, halt fest, bitte. Ja. Hol die Flöhe da raus. Die andere Seite müsste der angucken. Wenig liebevoll. War ein bisschen zärtlich. Haut da rum. Pass auf mit deinem Ding in der Hand. Das hat nachher weg wie das Bild. Hä? Josef? Ich glaube, wir gehen hier rechts, weil hier links ist nur hier einmal den Bogen rum. Kommt man nach vorne raus. Hast du wieder was oder was? So, jetzt sind wir vom Radeln aufs Rodeln gekommen. Zunächst mal geht's im Berg Nuff. Und Nuff. Und Nuff. Was wir hier alles erleben in MacPom. So, jetzt sind wir oben. Wollen wir mal gucken. Und los geht die Fahrt. Und hier in die Kurve geht's.
Oh, Erdbeer. Weiter geht's durch Feld und Flur. Hier stehen noch ein paar vereinzelte Sonnenblumen. Jetzt sind wir wieder auf einem asphaltierten Weg, Gott sei Dank. Also die von Komoot vorgeschlagenen Wege für E-Bikes, die sind mehr was für, wie heißen sie, Mountainbikes, Mountain-E-Bikes, aber nicht für Trekkingräder. Jetzt haben wir wieder einen schönen Radweg. Hier haben sie für uns einen neuen Radweg gemacht. Extra für uns. Die wussten doch gar nicht, dass wir kommen. Und wieder Land, 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 weites Land. Weiter geht's Richtung Alt-Schwerin. Der Radfahrer ist auch überall da, wo ich bin. Man sieht aber keine Tiere, weder Wild noch Wildvögel, Greifvögel, geschweige denn ein Seeadler, aber der wird auch mehr am See sein. Aber nichts zu sehen, denen ist es wohl alles zu heiß. Wenn sie schlau sind, halten sie sich im Wald auf. Gott sei Dank, wieder Schatten. Da müssen wir mal gucken, vor in Alt-Schwerin was zu essen kriegen. Wie viel haben wir denn? 12:45 haben wir ja schon. Das war wieder eine Sonnenstrecke. Aber da hinten naht wieder eine Schattenstrecke. Naja, es geht so. Es sah so dunkel aus von Weitem. Sparrow. Ich kenne nur Jack Sparrow. Überall werden hier Ferienwohnungen angeboten. Ist aber idyllisch hier. Hübsch. Hübsch gemacht alles. Super. Oh. Haben sie auch die Fahnen schon rausgehängt. Aber doch hoffentlich nicht für uns, oder? Das ist schon wieder so ein Holperweg. Blöde ist, man kann der Komoot-Karte einfach nicht ansehen. Ist es ein breiter Weg, ist es eine Straße, ist es Asphalt, ist es Kies, ist es Sand. Es steht zwar extra in einer separaten Darstellung
ist es erkennbar, die ist aber separat, die ist nicht unmittelbar anhand der Farben der Straßen, der Markierungen zu erkennen. Auffallend ist hier der ständige Fluglärm der Jagdflieger, was wir bei uns zu Hause Gott sei Dank schon viele Jahre nicht mehr kennen. Alte, dicke, mächtige Buchen hier. So, wenn wir jetzt irgendwo hier an den See kommen. Ja! Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Dankeschön. Jo, jo. So, diese Stelle hier habe ich auserkoren für ein erfrischendes Bad. Aber aus Jugendschutzgründen gibt es dann hiervon keine weiteren Fotos. Hier ist der Plauer See. Ach, das Bad hat gut getan. Herrlich. So, jetzt sind wir wieder in Lenz. Und jetzt? Ja, hier runter wahrscheinlich. Nee, hier lang. Hier lang? Oh. Der Freitag war ein wenig verregnet und auch für Samstag war unbeständiges Wetter angesagt. Deshalb sind unsere Erlebnisse in Mekong hier zu Ende.